Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal wieder unterwegs, es ist dunkel. Ich habe mich zu Julian Bam geschlichen. Sein Kollege Thomas hat dafür gesorgt, dass Ju noch da ist. Und ich gucke mir mal sein Riesenhaus an. Ihr kennt es alle, man denkt einfach nur, wow, 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 wow. Und dann hier ist ein Brunnen, da ist das. Ich baue mir einen Pool. Und jetzt gucken wir mal, ob es wirklich so geil ist oder ob es einfach nur Schein und Sein ist. Hallo, ich gebe dir mal das kurz. Schuhe aus. Hallo, hallo. Ja, können aus. Ja, was ihr wollt, was ihr wollt. Ach, könnte man auch anlassen? Könntet ihr auch anlassen, okay. Wenn ihr wollt. Das infizieren. Dankeschön. Wo ist er denn? Hinten durch. Der freut sich bestimmt, dass ihr jetzt um 10:30 Hallo sagen kommt. Wir gucken mal. Hi. Hi und vielen Dank. Komm, ich gehe direkt hin. Danke. Boah. Also ich kann schon direkt sagen, es wirkt so dekadent wie in den Videos. Hallo. Nimmst du gerade Podcast? Oh, Ju! Cut 3, zwei Bilder von einer amerikanischen Familie. Hallo? Was geht ab? Ja, ich dachte, ich komme mal vorbei nach Aachen, weil ich war unterwegs. Und guck mir dein Haus an, ob es wirklich so krass ist wie in den Videos. Ist das dieser tolle Samsung-Fernseher, den ich gesehen habe mit Curve? Boah, stressig. Sag halt, Marvin ist da. Marvin, was geht? Guck mal, der ist sich nicht zu schade, der arbeitet auch. Boah, überstressig. Ja, das ist der Odyssey G9. Wow, wo kriege ich den denn her? Da musst du Samsung Testimonial sein, so wie ich. Ach, bin ich nicht. Mann. Komm, ich würde mir mal gern deine ganze Bude angucken. Lass direkt zum Eingang gehen, weil ich habe da Arnold Schwarzenegger gesehen. So, hier kommt man rein. Ja, ja, ja. Was ist hier? Hier sind auf jeden Fall so ein bisschen Unterlagen, Rechnung, Mechnung und so ein Shit. Kannst du dich erinnern, wann wir... Guck mal, so sah ich aus. Das bist du? Ja. Boah, da war ich noch B-Boy. Kannst du dich erinnern, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben beim Dreh? 2 Jahre. Nee, das war zur Öffnung deiner Tanzschule. Hast gesagt, komm rum. Lief, oder? Lief gut, ja, lief gut. Tanzschule, du warst am Mediapark. Also das ist die Top-Adresse. Ey, du kommst hier rein so. Ich war fast am Schlafen. Ich war Feierabend am Machen. Auf einmal kommst du rein. Dann muss ich über Bamsco mich rechtfertigen. Jetzt wieder. Nein, hier, ich will nur wissen, etwa wie viel Geld hast du verbrannt? Schon so um die Million. Nein. Doch, ja. Nein. Ja, doch. Lass nicht über die Tanzschule sprechen. Aber etwa eine Mio, ja? Ich habe dich auch letztens für eine Kampagne angefragt. Jetzt weiß ich, wo die Preise herkommen. Wer fährt Mercedes? Wir. Wer sind wir? Du. Thomas und auch ich. Ja. Habt ihr eins oder jeder eins? Eins nur. Ist wirklich so, ja. Hier habe ich gerade reingeguckt, hier ist ein Fitnessstudio. Ja, Abstellkammer, genau. Aber hier wird hier auch richtig trainiert? Kommen die alle so vorbei wie bei Unge? Was soll ich sagen? Nein. Trainierst du oft? Ich habe eine Zeit lang, aber jetzt bin ich auch eine Zeit lang wieder raus. Ja, aber du bist doch... Hast du Plauze? Du bist ein bisschen Plauze. Zeig mal. Nee. Mann, komm, guck mal, ich hab Plauze. Nein, ich hab mehr als du. Na, dann zeig doch mal. Nein, ich bin schüchtern. Kannst du einen Klimmzug? Einen krieg ich hin, ja. Du? Ich schaff auch einen. Okay, schaffst du zwei? Ich lieg vor. Und warte, wenn die Kamera an, wir lassen erstmal die Kampfwurst anfangen. Marvin, nee, lass erstmal Marvin vorführen. Okay. Marvin schaut nämlich, glaube ich, keinen. 1, 2, 5. Alter, der macht jetzt... Notfalls kackt der auch einen dabei. Boah. 7, boah. Ja, 7 schaffe ich auf gar keinen Fall. Ich auch nicht. Ich muss aber auch sagen, ich bin 32. Wie alt bist du nochmal? Ja. Viele wissen gar nicht, wie alt du bist. Ja, doch, das sieht doch überall. Wie alt bist du? Ich bin auch 32. Marvin? 25. Ja, guck, da schaffen wir auch ein paar mehr. Ich habe übrigens auch vorgestern gekotzt. Ja. Also bin ich nicht ganz so fit. Ich kann gar nicht machen. Ich habe ein neues Tattoo bekommen hier. Und da sagt der Tätowierer Klimmzugverbot. Nee, ist wirklich so. Warum, was soll denn passieren? Hä? Ihr das reißt oder so. Oder so? Ja, safe. Oh. Du klingst älter auf jeden Fall als ich. Das waren 8, oder? Hier sind deine... Oh, hast du viele Preise. Ich habe nur einen Venus Award. Oh, die meisten habe ich selber gebaut. Nee. 1 Live Kronen, stark. Was ist das? Das? MTV? Nee, das... Das ist einfach ein Bieröffner. Warum steht der hier bei den Preisen? Ich weiß auch nicht. So, was ist denn? Ja, hier unten ist doch dieses krasse. Hier unten ist die Küche, ja. Ach, ich habe damals deine Tour gesehen. Kurze Frage zu dem Haus. Ja. Kredit oder abgezahlt? Ist immer noch auf Kredit, ja. Darf man fragen, was du bezahlt hast fürs Haus? Das hier hat
ich glaube, nach Verhandlungen auch um die 600 gekostet. Ansonsten habe ich, glaube ich, nochmal locker 100.000 reingetan. Ja, aber, das ist ja okay. Aber wir haben auch vieles selber gebaut. Ne? Hier dieses riesen Wohnzimmerpanel und sowas haben wir auch mitgebaut. Hat auch ein Kollege dann von uns gemacht. Das heißt, wir haben viel, auch das Fitnesscenter, das haben wir auch selber gebaut. Das ist immer alles auch billig. Simon, der haut ja 100.000 Euro für ein Fitnesscenter raus. Ja, aber Simon ist auch sehr reich. Der ist sehr, sehr reich. Und das Fitnesscenter hat 2.000 gekostet. So. Oh, das fand ich hier so geil, als ich das gesehen habe. Ja. Diese schöne Runddecke. Das hat schon was. Aber du wohnst ja nicht mehr hier. Ich wohne nicht mehr hier, nee. Hast du mal? Ich habe mal hier gewohnt, ja. Wie lange? Schon so ein Jahr, würde ich sagen. Und warum hast du gesagt, du willst nicht mehr? Ja, weil ich hatte ja noch ein Produktionsteam, da waren die halt immer hier und dann dachte ich immer so, boah, ey, stressig, wenn, da kann ich nicht pennen. Ja. Ja. Und jetzt ist aber Produktionsteam nicht mehr da. Genau, ja. Jetzt könntest du ja wieder einziehen. Ja, aber das ist so... Hier wurde schon so viel gearbeitet, ich mag die Aura hier nicht so zum Schlafen, zum Zurück, also zu Ruhe, um zur Ruhe zu kommen. Wichsen. Ja, ist gegen meine Religion, ne, Wichsen. Aber ich kann, warum hast du zwei verschiedene Paar Socken an? Boah, einfach zu faul, ne, zu faul. Und hier sind so Kameras. Oh. Guck mal, hier hast du Star Wars. Ah, guck mal, du hast ja auch Sonic gesprochen, wie war es, einen Jim Carrey zu treffen? Das war krass. Ja? Voll crazy, guck, der war, war so. War der nett? Ja, der war halt anders. Das waren anders. Ja, der war so auf einer ganz anderen spirituellen Ebene, habe ich das Gefühl. Der war so, ich habe mich so vorbereitet, so, oh scheiße, Jim Carrey, was sage ich jetzt gleich, ne? Hab mir so ganz viele Sätze so parat gelegt. So auf Englisch, hello, my name is Julian. Ja, es ging schon, das war bei mir schon so ein bisschen umfangsreicher. Und dann gehe ich zu ihm, hab so erstmal alles vergessen, ne? Und dann, er schwebte so, wenn ich jetzt Jim Carrey bin, er schwebte so auf mich zu. Und dann guckt er mir so in die Augen, der war ja viel größer noch, ja. So. Und dann guckt er mir so krass in die Augen und ich habe so richtig gespürt, wie der in meine Seele reingeschaut hat. Ich habe irgendwas gesagt, der grinst nur so. Und dann schwebt er einfach so an mir vorbei, wieder weg. Und das war euer einziges Gespräch? Nein, das war das erste Gespräch. Danach kamen noch zwei, die waren aber auch nicht anders. Anders. Okay. Guck mal, was noch hier drin ist. Sehe ich auch gerade. Simex Kotbeutel ist da drin. Ja. Heißt der Simex? Simex? Simex. Ich merke gerade, du magst Gin. Ey, ich liebe Gin, aber schon seit Jahren. Ich bin so ein Gin-Tonic-Trinker. Wirklich? Ja, voll. Oh, auch die Wand. Ich muss ja sagen, ich als Immobilienmogul sehe sowas. Ist aber auch eine sehr schöne Wand. Darf ich die überhaupt anfassen oder kommt das? Leider darfst du nicht anfassen. Kommt direkt Aachen kommt dann an. Ist das Amt so schlimm, wie man es sich vorstellt? Warum? Na, so dieses Denkmalschutzamt? Oder sind die cool? Also, sagen wir mal so, als wir damals den Pool hier noch gebaut haben, haben die uns Archäologen rübergeschickt. Warum? Ja, weil die dachten, wenn wir was ausbuddeln, dann muss die Stadt auf jeden Fall checken, so vorher. Was wolltest du denn da ausbuddeln? Ja, ist ja alles denkmalgeschützt hier, ja. Haben ja Römer drunter gelebt. Ach so. Ja, ich habe einen ganz anderen Plan für heute noch. Was ist der Plan? Eigentlich wollte ich mir noch runterholen, so. Und ja? Auf was wickst du am liebsten? Auf was wickst ich? Komm, wir gehen weiter. Nein, was gibst du in dem Verlauf ein? Casting. Ja, das ist so. Julian Bam. Doggy B. Stimmt, die gab's ja auch mal. Es gibt Doggy jetzt eine, die sieht aus wie Sunny Loops. Echt jetzt? Und die nennt sich auch Sunny was? Boobs oder was? Weiß nicht, ich denke. Warum bist du so tätowiert? Warum ich so tätowiert bin? Ja. Ich weiß es auch nicht. Ich habe irgendwann angefangen und dann dachte ich so, scheiße, ich bin noch nicht fertig. Haben die alle eine Bedeutung? Ja, tatsächlich schon irgendwo. Was ist die Bedeutung von der Katze auf dem... Hier oben, nee, runter, der Katze hier. Böse, was ist die denn hier? Das ist von meinem Lieblingsregisseur und Director und Künstler Hayao Miyazaki. Mit dem bin ich halt so, mit seinem Film bin ich so groß geworden. Okay, was hast du jetzt auf dem Rücken machen lassen? Da ist ein Drache drauf. Das ist Diabolo und da drüber ist Tyrael. Das, ja, und was machen die? Das wird noch eine richtig große, krasse Schlacht. Ich habe hier noch einmal, da kommt noch Neon Genesis Evangelion drauf, da kommt noch ein kleiner Sonic drauf, so ein paar Animes und sowas, Elfenlied und so. Ich bin ein Nerd. Ich gucke Herr der Ringe und Harry Potter. Aber da habe ich jetzt nichts verstanden. Ich ja auch ein Nerd. Sieht aber gut aus. Oh, Junge. Hier ist Wohnzimmer. Hier ist auch Wohnzimmer. Oh, jetzt zwiebelt das da hinten so. Kannst du mich später eincremen, wenn du möchtest? Dich eincremen, das könnte ich gern machen, aber mir tun die Hände weh. Aber Marvin. So, was haben wir denn hier? Eine Nintendo Switch, Beyblades, viele Handschuhe. Aber auch vorbildliche Covid-Tests ohne Ende. Hier war mal so ein Testzentrum hier. Ja? Haben wir aufgemacht, ein bisschen Cash gemacht. Oh, Kendamas. Laufen die so gut? Ja, laufen, siehst du doch. Ja, wie gut laufen die denn? Oh, mittlerweile. Die ist gerade wieder besser, weil ich jetzt gerade so ein bisschen mehr damit spiele. Was ist denn der Sinn und Zweck damit? Das ist einfach so. Das ist so ein Spiel einfach, ne?
Genau. Oh. Mach so, dann fängst du das auf. Big Cup, Small Cup, bisschen Back Cup. Big Cup. Oh! Was muss ich denn für dieses famose Produkt bezahlen im Julian Bam Shop? Ah, kriegt ihr umsonst. Aber wenn ich jetzt nicht Aaron bin und cool. Ah, kriegt ihr umsonst. Mit dem neuen Code Aaron. Hey, den gibt's gar nicht. Was steht sonst so an? Ich habe nämlich drei wichtige Fragen. A. Was verdienst du im Jahr? B. Machst du deine Steuern immer noch selbst? Steuern mache ich nicht selbst, natürlich nicht. Nee. Aber was verdienst du im Monat, im Jahr? Was ich im Jahr verdiene? Ja. Boah. Kann man das sagen? Es ist immer schwierig zu sagen, weil ich muss das so gucken. Ich frage anders. Ja. Wenn du jetzt mit einem, weißt du, ich kenn's ja Revi. Den hasst ja jeder von uns. Ja. Der sagt immer, oh, ich könnte ja eigentlich in Rente gehen, aber ich mache, weil ich Bock habe. Ah, das ist halt Revi, ne? Der sagt das halt. Einfach so ab jetzt. Nichts mehr. Nichts mehr. Nur noch deine Hobbys. Keine Ahnung, was sind Julian Bams Hobbys? So Musik machen. Machst rausgehen. Du gute Musik oder schlechte? Ich würde schon sagen, richtig, richtig, richtig geniale Musik. Ja? Mhm. Wenn du ein Album rausbringst, würde es auf 1 gehen? Nee. Ich glaube, die Leute sind noch nicht bereit für die Musik. Das sagen wir, weißt du, das ist Standardsprüche, ich weiß. Ja, wirklich, nein, die so, ich komme viel. Also, ich kann mal erzählen, der Ole ohne Kohle von ja. Berlin Tag und Nacht hat mal gesagt, er hat viele Projekte und dann hat er nur ein Buch über seinen Hund geschrieben. Ah ja. Ja, das ist die Sache. Ganz oft sind es dann doch die einfachsten Projekte, zum Beispiel so wie Macht die Robbe, sowas haben wir auch in der Nacht einfach geschrieben. Ja, kam die Idee mit dem, dass man dann Werbung für Ich töte Rom, also da, dass das nicht gut ist, macht danach oder währenddessen oder was? Das war schon der Initiator für dieses ganze Projekt. Okay. So schon, ja, ja. Siehst du dich als Künstler? Momentan würde ich sagen nicht, weil ich viel zu viel Routinearbeit mache. Momentan bin ich ja, ich habe ja zwei Kanäle, die ich jetzt bediene noch. Boolean Jam und Juck mich nicht. Ja, hättest du nämlich jetzt Julian Bam gesagt, hätte ich gesagt, die bedienst du nicht. Ja, ja. Aber kommt da nochmal was bei Julian Bam? Da kommt noch was, ja. Dennoch habe ich halt auch gesagt, hey, ich mache jetzt eher Sachen, die mir schon mehr Spaß machen. Deswegen habe ich auch mit Streamen aufgehört, habe gesagt, komm, mache ich einfach die Videos so jetzt. Ach, du nimmst die gar nicht live, sondern du guckst, genau, ist aus welchen Gründen? Nicht genug Twitch-Zuschauer? Oder? Also Twitch, ganz ehrlich, ich habe einfach da nicht hingepasst. So. Ich passe auch, ich habe es auch probiert. Ja. Und dann spiele ich Call of Duty und dann quatsche ich mich an, warum ich nicht in den Chat gucke. Ja, aber ich spiele doch Call of Duty. Ich könnte mir nicht vorstellen, so ein Casino-Stream. Casino, ich glaube, ja, würde ich schon echt gut können. Ich war ja, kurzzeitig war ich ja immer mal in Merkur, so in der Spielothek. Ich habe dafür gearbeitet. Hast du mal echt? Ja. Merkur gearbeitet? Ich habe Merkur gearbeitet am Cottbusser Tor in Kreuzberg. Da sind immer sehr viele Leute mit der... Die kommen aus Ländern, wo die sich von so einem Automaten in der Ehre gekränkt fühlen. Ich habe immer den Automaten das Geld nur geborgt und habe mir das dann halt später wiedergeholt. Worüber? Hast du mehr gewonnen oder verloren? Ja, mehr verloren auf jeden Fall. Hattest du mal eine Sucht? Also jetzt hast du erzählt, Spielen? Eine ganz, ganz kurzzeitig, habe ich sogar letztens im Podcast mal darüber gesprochen, so ganz kurzzeitig. Es ging richtig rasant mit der Sucht, so dass ich sage so, welche? Okay. Spiel? Ja, Spielsucht. Ah, okay, krass. Genau. Aber ganz kurz, ist sogar vor YouTube-Zeit noch, ne? Super. Ah, ich habe nur 20, brauche eigentlich 40, versuche ich da zu machen. So ein bisschen so, hey, Mac, es geht heute auf mich. Merkur, komm. Ja, ja, ist echt so gewesen. Und dann. Womit hast du dein Geld vor YouTube verdient? Tatsächlich mit Fotografiejobs und als Tanzlehrer. Du warst Tanzlehrer? Mhm. Gibt es noch Schüler, die kommen und schreiben, ey, Ju, kannst du dich erinnern? Ich bin damals die Heike, ja, mit Zahnspange. Ja, sogar letztens. Ich bin ja momentan viel draußen auch, ja? Und Leute kennenlernen und sowas. Und da kamen zwei Dudes auf mich zu und meinten, ey, weißt du noch damals? Wir waren deine Schüler. Und die waren einfach so super groß und super breit, so Schränke. Ja gut, einfach. Dann sind sie dritte Klasse, wenn es bei dir Nein, die sind Väter geworden mittlerweile, gefühlt so. Krass. Ich habe ja vor 15 Jahren Unterricht gegeben. Also mit 17? Ja. Krass. Ja. Was für einen Schulabschluss hast du? Abi. Gut, komm, wir gucken mal weiter. Da hinten ist nämlich ja, wir haben jetzt so viel gequatscht, das interessiert doch niemanden. Ja doch, das kann ich auf den Zweitkanal hochladen. Intimes Gespräch mit Julian Bam, alle Fakten. Wie oft hast du Sex? Momentan wieder ausreichend. Gab es auch schlechte Zeiten? Es gab schlechte Zeiten, ja, wo ich in einer Beziehung war. Hier schneidest halt gerade. Ach, hier webst du denn immer rein? Wapping. Aber guck mal hier, ich habe alles Absorber hier, Absorber. Das ganze Bild ist ein kompletter Absorber. Ach, krass. Ja, Teppich Absorber, hier, Sofa Absorber. Warum hast du noch dein Stream Deck, wenn du wieso nicht mehr Twitch streamst? Ich habe ja nur einfach so einen Knopf, das wird so gezeigt, wie der Bitcoin-Kurs gerade ist. Bist du bei Bitcoin drin? Ja, ich bin aber längere Zeit schon bei Ethereum drin. Und? Bei wie viel bist du rein? Ich bin damals bei 203. Ich bin 200, bei 230 bin ich reingegangen. Ich auch und bin aber bei 800 raus. Du bist rausgegangen? Ja. Du bist noch drin? Ich bin noch drin, ja, ja.
So, wie viel hast du denn? Muss ich da bis 10 rechnen können oder bis 100? Oh, ich habe schon genug. Genug? Ja. Ich gönn's dir. So, jetzt gehen wir einmal raus. Das sieht auch, wo hier saß doch Sturmwaffe so ewig lange, oder? Mhm. Warum? Ey, weiß ich selber nicht. Ist er einfach hergekommen, hat gesagt, ich sitze hier. Ja. Es sieht so schön aus hier, wa? Ich muss sagen, ich wollte ja gucken, ob es wirklich so schön ist, wie man es in Videos sieht. Und es ist... Du hast dir hier was sehr Schönes geschaffen. Danke, danke. So, und hier ist ein Pool drin. Ja. Was sind denn im ganzen Haus monatlich die Unterhaltskosten? Boah, fragst mich so Sachen. Strom, Wasser. Du bist schon so bei 1000? Ist ja safe. Ja, man muss erstmal 1000 Euro im Monat verdienen. Ja, also klar, wir haben ja oben noch PCs so. Wir haben ja auch viele Leute gearbeitet so. Haben, das ist Vergangenheitsform. Ja, richtig, haben, ja. Wie viel hattest du früher zu Spitzzeiten? An Kosten hatte ich, glaube ich, so 35.000 Euro Fixkosten. Jeden Monat? Ne? Ja. Also das meiste ging halt für Personalkosten drauf. So. Was war ist für die Psyche anstrengender, dass du jeden Monat die Kosten brauchst, weil du sonst pleite gehst? Mhm. Oder der Erfolg, dass der Kanal funktioniert? Weil sind ja beides. Boah, beides, ne? Das sind zwei Faktoren von 10 weiteren so. Was hat dich am meisten früher fertig gemacht? Zum einen erstmal dieses so, okay. Jetzt muss man liefern. Das heißt, okay, wir brauchen mehr Leute, weil ich kann nicht so schnell liefern. Und dann wurden die aber teurer. Das heißt, okay, gut, jetzt habe ich ein Team aufgebaut. Ja, oh, das ist teuer und jetzt muss ich aber liefern. Warum wollen gute Leute so viel Geld? Mittlerweile wollen schlechte Leute auch Geld. Was soll das? Hallo, Mann. Hör auf damit. Boah, das hier ist Chlor. Das automatische Chloranlage hier ist der Filter. 2 Jahre habt ihr daran gebaut? Ja. Da würden aber meine Bulgaren in Berlin schneller sein. Machst du die Rasenpflege selbst? Nee. Okay. Hast du eine Putzfrau? Mhm. Hier und in deiner Wohnung? Ja. Okay. So, wir müssen ja jetzt nach... Wissen die Leute, dass du vaporisierst? Was mache ich? Wer alles raucht. Wenn du 3 Wünsche frei hättest, außer ich will noch mehr Wünsche haben und unendliches Leben, so was dir in deinem täglichen Leben helfen würde, was würdest du dir wünschen? Ich würde die Fähigkeit mir wünschen, dass ich Krebs heilen kann. Okay, dann kann ich so machen. Ja, und auch damit Geld verdienen? Ja, ja. Aber sagen wir sowas, keine Ahnung, vielleicht eine persönliche Assistenz, die dich 100% so versteht, dass ich nicht schlafen muss. Oh ja. Dass ich nicht schlafen muss. Ja? Ja, safe. Ja, klar, irgendwo mal anzukommen, einfach mal so die Liebe des Lebens. Liebe des Lebens halt zu finden. Klar, ist natürlich irgendwo auch ein inneres Bedürfnis. Wie sollte die optisch aussehen? Dagi, Bella, Betty Taube, Lena Meyer-Landrut. Anders. Sind auch sehr, sehr attraktive Damen. Wie so ein Ork? Ich zeig dir gleich meinen Typ, wenn du willst. So, aber du hast, komm, Wünsche kann er auch nicht beantworten. So, hier waren wir gehen hoch. Ja, ich bin wunschlos. Bist du wunschlos glücklich? Nee, wunschlos depressiv bin ich, wollte ich sagen. Komm nach oben. Hattest du schon depressive Schübe? Ja, safe, ich bin YouTuber. Ja, ich hatte noch keine, Gott sei Dank. So, da ist die wichtige. Ah, hast du auch so einen Doktor, dass man besser kacken kann? Die sind der Hammer, ne? Hat Betty auch? Weiß ich nicht. Ah, die sind der Hammer, ey. Damit zu scheißen. Wie oft kackt ein Schwimmer? Ich kack schon jeden Tag. Ja? Ja. Okay. Ich manchmal sogar 2-mal. Mensch, es gibt einen neuen Podcast von dir und der blauen Locke. Ich werde nie vergessen, ich mag Rezo ganz doll. Aber, nee. 10 Jahre zurück, Kanal der Woche bei Trashpack, da hat er dann so mit Loops gearbeitet. Ich dachte, wie geil. Und jetzt ist es der Rezo. Der ist nur durch Trashpack groß geworden. Ja, okay. Ich glaub, könnt ihr mal Trashy was zurückgeben? Zum Beispiel eine Steuervorauszahlung. Nehmt ihr hier den Podcast immer zusammen auf? Seid ihr nie, ich dachte immer, ihr seid jeder bei sich zu Hause. Nee. Dann sitzt ihr hier so? Ja. Rezo ist ein bisschen kleiner. Wir sind halt vor allem immer nackt, ne? Wie, Mensch. Habt ihr darauf Bock gehabt oder hat Spotify euch motiviert? Mega, wirklich. Ey, also wir wurden schon so ein bisschen motiviert dazu, safe. Aber von Spotify? Ja. Wegen der Idee oder wegen der finanziellen Zusicherung? Dass ihr euch auch Mikros leisten könnt? Ja, natürlich, klar. Es ist auf jeden Fall ein ultra geiler Job einfach. Ja? Ja. Worüber redet ihr so? Ey, eigentlich sind wir ein News-Podcast. Aber es geht halt um 30% einfach um... Aber wie, sorry, das ist Mr. Rezo. Ich mache ein Video und da schreibe ich ihm auch immer, weil er hat einen guten Humor drin, der mir gefällt. Der sagt dann zu dir, Mensch, guck mal, mein... Ja, nee, das... Wie? Es ist kompliziert auf jeden Fall. Jetzt musst du in die Kamera gucken, hört einfach mal rein, schnippst und zwinkerst. Hört einfach mal rein. Sehr gut. Okay, Podcast. Wer kam auf die Idee, das Foto auf Klo zu machen? Ich glaube sogar ich.
Jetzt machen wir Schnick, Schnack, Schnuck. Wenn ich gewinne, sagst du im nächsten Podcast einfach so einmal, du, Luiso, ich finde den Herr Aaron voll cool. Wenn ich kann, so ja, einfach... Ja, doch, doch nicht. Ich finde, dasselbe würde ich auch zurückgeben, dass du in irgendeinem Video... Nee, aber in irgendeinem Video sagst du random, ach, by the way, ich finde Julian Bam voll cool. Können wir machen. Ich fange an, ich mach Stein. Ja, okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ha, du Pisse, 1-0. Schnick, Schnack, Schnuck. 1-1. Schnick, Schnack, Schnuck. Nein! Yes! Geil. Ah, ich finde Julian Bam cool. Nein, nicht in diesem Video, in irgendeinem okay. anderen Video. Wir haben ja jetzt schon super viel geredet. Gibt es noch irgendwas, wofür du Werbung machen willst? Was steht an? Podcast geht weiter, Netflix läuft eine geile Serie. Es kommt bald ein freshes Konsummittel. Was raus. Mich spaßiger macht? Ja. Geil. Dann kommt bald, machst du auf Julian Bam Kanal was, wenn es genau, nicht sogar schon läuft? Genau, die Hauptvideos kommen, Netflix ist ja gerade jetzt rausgekommen, Podcast geht auf jeden Fall weiter, wir bringen auf jeden Fall wieder neue Merch-Sachen Gibt's raus. Gibt's eigentlich deine Netflix-Serie dann auch in anderen Sprachen? Die wird erstmal, ist so der Beginn, nur übersetzt. Ah, okay. Ja. Aber kann sein, dass irgendwann in Polnisch kommt und dann kommt das nicht Todesfun. Wurde schon angekündigt, Sonic 2. Ach ja? Mhm. Vielleicht kannst du diesmal mit dem Jim Carrey ein bisschen mehr reden. Ja, ja. Wir haben noch ein bisschen mehr geredet, aber trotzdem halt strange, aber funny, aber cool. So. Sonic 2, okay, was kommt noch? Kinder? Frau? Nö. Du wolltest sagen, sorry, wir springen hier sehr viel. Wie viele Frauen schreiben dir denn über Instagram? Hey Julian, ich will den Bam polieren. Wäre aber lustig, wenn mir das jemand schreiben würde. Ich würde den Bam polieren. Nee, ich habe auf jeden Fall mittlerweile echt viele kennengelernt, mit denen man sich halt immer wieder mal treffen kann. So. Ach, wirklich? Ja. Also. Triffst du dich auch mit mir jederzeit wieder? Ey, safe, voll angenehm. Ist doch schön, dass ich hier bin. Ja, voll, voll. Hier sitzt Thomas. Ja, ich wollte mal ganz kurz zu meiner Verteidigung sagen. Was schneidest du denn da? Warum hast du da Oberkörper frei? Ja, weil ich mein Tattoo eingecremt bekommen habe. Von Luiso? Nein. Ach, es geht, wo geht's denn da oben hin? Da oben geht's in so ein kleines Hotelzimmerchen. So, hier ist nochmal Kackern, Pullern. Mhm, also warum hast du ein Bidet und kein Stehklo? Oder ist es von dir von der Größe Stehklo? Das ist für mich ein Stehklo, ja. Ah, okay. Weil mein lang ist, Digga. Spaß. Das ist, sorry, das ist, wenn ja, ich höre, dass du und Julian über Penis redet. Ihr seid YouTuber, vor denen ich Respekt habe. Ja. Und was ist hier? Guck mal, hier könntest du doch wieder einziehen. Nein, nein. Nein. Wieso nicht? Ich habe eine Wohnung. Die ist schöner. Aber dann steht hier ein Haus. Aber hier, wenn wir mal einen Gast haben oder sowas, dann. Könnte ich hier schlafen? Ich kann hier gar nicht schlafen. Nee, ich? Du könntest hier schlafen, wenn du willst, ja. Ich frage mich eher, was ist das Bild da oben? Das ist funny, oder? Wer ist das? Das bin ich und ich trete Thomas, den ihr gerade gesehen habt, runter. Wie glücklich er das sagt. Ja, das ist sehr schön. Mach doch hier so ein Airbnb und dann können Leute bei euch schlafen. Die Nacht 1000 Euro. Turbo-Stress. 1000 Euro? Und dass man bei dir schläft, ja, du musst einmal am Tag vorbeikommen, die Hand schütteln. Ja. Es gibt jetzt so eine ganz viele neue Plattform, Memo und Wee. Wann kann ich eine Grußbotschaft von dir kaufen? Eine was? Da gibt es doch jetzt diese ganzen Plattformen, wo du die ganzen so Voll-Assi-Stars kaufen kannst. Echt? Ja. Ja, wir können mal gucken. Das ist meine Lieblingsseite, da gucke ich immer rauf, welcher Typ aktuell für Geld alles macht. Oh, das war das ist Pamela doch, Reif. Das ist doch peinlich. Die Häuser sind... Ja, ach, den kannst du aber... Roberto Blanco, na klar. Den kannst du auch buchen. Klar. Oder hier, Gustav von Tokyo Hotel. Das ist peinlich, Alter. Du kannst auch Bert Wollersheim für 59 kaufen. Hey, lass doch mal mitmachen. Nee. Wir beide zusammen machen wir so. Hallo, wir sind Aaron und Julian. Ich habe jetzt alles gesehen. Es ist so schick, wie es wirkt. Also das ist ein sehr schönes Haus, in dem du nicht wohnst. Ja, danke, danke. Was passiert sonst noch? Heute? Ja, ich hätte eigentlich noch gearbeitet, aber wir sind ja schon eine Stunde hier am Drehen. Ja, dann machen wir jetzt noch ein Quiz. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentiert, geht auf Ju's Kanal, Julian Bam, da ist vielleicht ein Video. Ja, ja, ja. Ja, safe. Oder wenn ich Booyan Jam? Nee, Julian Bam sollte schon sein. Oh, eins der letzten drei Videos? Ja. Ja, ja, so cool. Aber ihr müsst auch ehrlich sein, ne? Wenn euch das Video nicht gefallen hat, Daumen runter, ne? Nee, du warst doch drin, Julian Bam, den lieben alle. Nicht, nee. Du bist der beliebteste YouTuber. War damals so Nickelodeon-Zeiten noch. Nee, du bist der beliebteste YouTuber. Wer ist denn beliebter als du? Guck jetzt weiter. Roberto Blanco. Tschüss. Du spielst wirklich mit deiner goldenen Playstation? Geh mal zur Seite. Ja, natürlich. Warum nicht? Das ist pures Gold. Ja, 24 Karat sollen das sein, glaube ich. Also,